In Zusammenarbeit mit dem Verband amerikanischer Bauingenieure hat die Purdue University eine wissenschaftliche Simulation entwickelt, die den Einsturz veranschaulicht. Man entschied sich für die Simulation des ersten Angriffs, bei dem eine Boeing 767 der American Airlines in den Nordturm einschlug. Zunächst wurde eine Nachbildung des World Trade Centers erstellt. 7 Gebäude auf einer Fläche von über 60.000 Quadratmetern. Für den Nordturm waren besonders exakte Daten notwendig. Die Wissenschaftler nutzten originale Baupläne, Daten und Fotos für ein Drahtgittermodell des Gebäudes. Sämtliche Träger und Säulen wurden exakt positioniert. Dazu wurde ein Modell der 141 Tonnen schweren und mit 38.000 Litern Kerosin beladenen 767 angefertigt. Mit gefüllten Aluminiumbehältern wurde der Aufprall eines Flugzeugflügels auf einen Stahlträger simuliert. Wärmebildkameras dokumentierten das Verhalten der Flüssigkeit. Die so gewonnenen Daten flossen in die Simulation mit ein. Tausende Arbeitsstunden und 21 Tage Renderzeit im Computer waren notwendig, um eine einzige Sekunde der Anschläge zu simulieren. Es dauerte 2 Jahre, bis das Projekt abgeschlossen war. Die Simulation zeigt den Einschlag aus verschiedenen Winkeln. Den Eintritt. Die Beschädigung tragender Pfeiler und die Zerstörung des Flugzeuges. Der Austritt von 38.000 Litern Kerosin. Und die Brände, die das Stahlgerüst des Turms angriffen. Wir haben hier also eine Hitzequelle, die sich beinahe über den gesamten Gebäudekern ausbreitet. Sie erhitzt die Träger, die nicht wärmeisoliert sind, und die Deckenbalken. Diese Balken liegen auf den Trägern auf und üben vertikalen Druck aus. Das Kerosin reagiert mit Sauerstoff. Die Temperaturen liegen hier vermutlich weit über 600 Grad Celsius. Sie lassen den Stahl zwar nicht schmelzen, aber sie schwächen ihn. Das nimmt sämtlichen Verbindungen die Effektivität. Die Träger werden weich und geben nach. Der vertikale Druck besorgt den Rest. Es kommt zum Einsturz. So ist es passiert. Die Ergebnisse der Purdue University bestätigen den Bericht der Bundesbehörden. Durch Kerosin entfachte Brände schwächten die Stahlträger und führten zum Einsturz. Spuren an den Stahltrümmern im Hangar 17 liefern jedoch auch den Gegnern dieser Theorie Argumente. Ich sehe hier Stahl, der aussieht, als ob Beton und anderer Stahl draufgefallen ist. Ich sehe keinerlei Brandspuren, außer denen, die vermutlich von kleinen Feuern am Boden herrühren. Es sieht nach einem normalen, eingestürzten Gebäude aus. Die Truther-Bewegung kritisiert zudem den Umgang mit dem Beweismaterial. Ein Großteil der World Trade Center Trümmer wurde nach Asien geschafft und eingeschmolzen und zerstört. Das ist, als ob man bei einem Kriminalfall Beweismittel vernichtet. Bevor der Stahl verschifft wurde, untersuchten die technischen Bundesbehörden sämtliche Trümmer und behielten 237 Stücke für eigene Analysen ein. Einige Skeptiker glauben,
dass die wahren Beweisstücke vorsätzlich gegen diese Stahlträger ausgetauscht wurden. Könnte man die echten Beweise untersuchen, so fände man heraus, dass die Twin Towers gesprengt wurden. Vor und nach dem 11. September ist kein einziges Stahlgerüst-Hochhaus durch einen Brand eingestürzt. Die Truther sind überzeugt, dass für die Purdue-Simulation ungenaue und manipulierte Daten verwendet wurden. Es sah aus wie ein kontrollierter Abriss, genauer gesagt eine Implosion, bei der das Gebäude senkrecht in sich zusammenfällt. Darauf deutet vieles hin.